Hallo und herzlich willkommen zur Lernstunde, Lektion 92, gefährliche Bauern. Ja, was haben wir mit euch vor? Wir wollen in unserem nächsten Block, unserem positionellen Block, wollen wir uns unter dem Überthema gefährliche Bauern allen möglichen Arten von durchrennenden Bauern oder Bauern im Mittelspiel ansehen. Und wir gehen dafür einmal in die Übersicht. Ihr seht es, grün 92, der nächste Block hat gestartet. Was wird euch erwarten in den nächsten 5 Lektionen? Heute werden wir anfangen mit einem Einstieg und dafür habe ich euch insbesondere ein paar Partien rausgesucht, wo die Bauern schon im Mittelspiel sehr, sehr stark sind. Und die nächsten Male, was wollen wir machen? Wir wollen uns auch anschauen, wie Bauern im Mittelspiel dominieren können. Und abschließen wollen wir dann damit, wie das aussieht in einem Angriff. Ne, so ein typischer Bauer auf H6 zum Beispiel. Wann ist er gut für den Angreifer? Wann ist er positionell schlecht? Das wollen wir dann auch noch von beiden Seiten beleuchten. So, wir fangen an für heute. Als Einstiegsbeispiel habe ich euch eine Partie von mir mitgebracht. Die kennt der eine oder andere von euch vielleicht schon unter einem anderen Thema. Denn später in dieser Partie ist es dazu gekommen, dass ich mit der Dame gegen zwei Türme gespielt habe. Aber erstmal zum Einstieg gefährliche Bauern diese Stellung. Und die Frage an euch, was würdet ihr in dieser Stellung, also vielleicht einmal kurz drauf gucken, was ist los. Bauern sind gleich, Weiß hat eine Qualität weniger, steht dafür sehr aktiv, Schwarz noch hinten drin. Insbesondere die Türme sind noch nicht verbunden und der Springer C6 sieht aus wie eine sehr, sehr starke Figur. Deswegen Läufer D7, eine wichtige Variante. Es kam so nicht in der Partie und warum das nicht in der Partie kam, das könnt ihr mir hoffentlich sagen. Die Drohung sollte klar sein, Schwarz möchte Turm C8 spielen und den starken Springer beseitigen, Linien öffnen für seine Mehrqualle und dann irgendwann das Mehrmaterial umsetzen. Aber was hätte ich in dieser Stellung mit Weiß spielen können? Im Chat auch, hallo Nico ohne Melli. Ja, Melli ist wieder arbeitsbedingt in der Welt unterwegs und kann deswegen heute leider nicht da sein, aber nächste Woche wieder. So, Schlagzüge zuerst, klar, Schachgebote, Springer E7, das scheint nichts zu bringen, deswegen prüfen wir Schlagzüge zuerst und Springer schlägt A7. Sieht sehr, sehr gefährlich aus, Springer schlägt A7. Wir können noch ein klein bisschen versuchen weiterzumachen. Der Vorschlag von Flinsbacher und Bauernwalze auf A7 nehmen und dann B6 spielen. Wie könnte es danach weitergehen? Was wäre vermutlich noch die beste Fortsetzung für Schwarz an der Stelle? Hallo auch an den Henker. Hast noch nicht viel verpasst. Bisschen Gerede am Anfang, einleitend, was wir die nächsten Lektionen machen werden. Hier Weiß am Zug, Springer schlägt A7, einen Vorschlag gefolgt von B6. Und mein Hinweis, versucht doch nochmal ein, zwei Züge tiefer zu gehen und zu schauen, was Schwarz bestmöglich spielen sollte vielleicht. Und dann am Ende noch eine Stellungsbewertung. Also Springer A7, nicht nur den kritischen Zug Turm A7 vielleicht angucken, auch nochmal ganz kurz schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt für Schwarz, was er machen könnte. Und natürlich auch auf Turm A7, B6, nochmal ein bis zwei Züge weiter. Okay, wichtiger Hinweis vom Henker, also blockieren. Und das ist was, worauf wir achten müssen, können diese Bauern blockiert werden. Turm A7 ist natürlich die Hauptvariante, die wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Aber Dame B6 wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
wie Schwarz vorgehen könnte. Aber Henker sagt es richtig, Läufer C5 ohne Blockade wird nicht zustande kommen. Die Bauern rennen gleich weiter. Genau, sonst, was könnte noch interessant sein? Vielleicht sowas Richtung Turm nach B8 mit der Idee, im nächsten zu nehmen. Und auf B6 ist der Springer trotzdem gefesselt. Aber wenn wir das berechnen, dann sehen wir auch relativ zügig, wenn wir nur die Schlagzüge ziehen, dass der Bauer auf A7 durchläuft, Schach gibt, danach hängt der Turm. Das kann auch nichts sein für Schwarz. Also beste Variante für Schwarz an der Stelle. Oder sollte er schon aufgeben? D4, um die Damen zu tauschen, ist noch ein Vorschlag, ja. Auch das eine Möglichkeit. Aber immer Aktion, Reaktion, was könnte Weiß machen? Natürlich könnte er die Damen tauschen. Auf den ersten Blick nach Läufer E6 zum Beispiel sieht das auch aus, als könnten diese Bauern sehr gut sein. Zweite Möglichkeit nach D4 wäre natürlich aber auch Läufer C4 zu spielen mit ja, enormem Druck auf F7. Ja, und Bauernwalze sagt es auch schon, also D4 funktioniert auch nicht wegen Läufer C4. Und der F7 hängt am Ende. Ja, also im Prinzip muss er nehmen. Die Frage ist natürlich, was macht er auf B6? Und die Antwort ist traurigerweise, Schwarz kann überhaupt nichts machen. Das Beste, was er noch machen könnte, wäre wahrscheinlich auf A6 direkt den Turm für einen Bauern zu geben. Und was erhalten wir dann? Wir haben eine Stellung mit Läuferpaar und einem schönen B-Bauern für... ja, im Prinzip für eine Plusqualität haben wir gewonnen bei diesem ganzen Manöver. Hier steht Weiß. Korrekterweise muss man sagen, noch nicht auf Gewinn. Soweit ist es noch nicht. Weiß steht sehr gut. Aber einfach gewonnen ist die Stellung noch nicht. Also Turm schlägt A6 wäre noch die beste Möglichkeit. Klar, Turm zurückziehen, das hilft nicht weiter. Danach laufen die Bauern und sagen wir Turm D8, er möchte nichts geben. Dann wird er am Ende fast sogar noch zwei Türme verlieren. Okay, das heißt, wir haben das Thema der nächsten Lektion jetzt einmal illustriert, schachlich, und kommen jetzt zu Beispielen, die nicht ganz so einfach und klar sind wie an dieser Stelle. Und der Mann des Tages, von dem wir unsere Partien genommen haben, ist Mamed Yarov, der sich, ja, zumindest in unserer Vorbereitung der Lernstunde, als Meister der Bauern entpuppt hat. Gespielt gegen Reindermann, ein niederländischer Großmeister, wenn ich mich nicht irre. Das erklärt auch, warum er F5 spielt. Wenn ihr jemals dort unterwegs seid in den Niederlanden, ihr werdet sehr häufig auf F5 treffen. Tja, holländisch, das muss sein Name ja auch irgendwo her haben. Also ich selber habe häufig schon die Erfahrung gemacht gegen niederländische Spieler mit F5. Dann heute vielleicht auch aus eröffnungstheoretischer Sicht für euch interessant. Der Anfang, es geht hier so über in so einen Leningrader und jetzt mit B3, das ist ein bisschen was ruhigeres, aber vielleicht auch angebracht, wenn ihr nicht die typischen scharfen Stellungen mit C4 spielen wollt. Und das ist eine solide Waffe, die man dagegen machen kann. Flinsbacher fragt, ob man in den Niederlanden auch erstens F4 spielt. Das tatsächlich eher weniger. Also auch wenn viele Spieler erstens F5 spielen, erstens F4 ist mir dann noch nicht so häufig untergekommen. Also B3, die Idee für alle, die so ein bisschen sich hier auskennen, die wissen, dass Schwarz versuchen wird, das Zentrum mit D6 und E5 irgendwann zu erobern. Und da stellt sich B3, Läufer B2 schon mal prophylaktisch entgegen. D6, Läufer B2, Dame E8, bisher alles so ganz normale Züge von Schwarz. Mit der Idee, den Plan E5 durchzusetzen, Weiß spielt C4. Und jetzt muss man sagen, gibt es viele Möglichkeiten für Schwarz zu spielen. Also die Stellung ist sicherlich besser für Weiß ein klein wenig, wie das aber eigentlich immer ist, wenn man gegen Holländisch spielt. Da kann man eigentlich machen, was man möchte. Man steht immer leicht besser, aber es ist dann doch nicht so leicht. Und wenn der Schwarzspieler weiß, was er tut, er hat halt seinen Plan. Und wenn Weiß keinen Plan hat, kann das auch mal schwierig werden. Schwarz hat hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie er spielen könnte. Hauptzug
ist wahrscheinlich sowas Richtung Springer A6. Springer A6 oder C6, dann erstmal Figuren weiterentwickeln und dann irgendwann E5 spielen. Hier in dieser Partie hat sich Reindermann aber für Springer G4 entschieden. Die Idee ist es, E5 sofort durchzudrücken. Und klar, der Springer von G4, der deckt das ab, aber eigentlich möchte er nur Platz machen. Das heißt, wenn er befragt wird mit H3, so wie es in der Partie kam, dann macht er konsequenterweise Platz für den Läufer oder er stellt sich nicht wieder in den Weg, sodass E5 bald ermöglicht wird. So, hier habe ich eine kleine Taktik für euch vorbereitet, die nicht in der Partie vorkam. Mamedjarov hat hier Springer C3 gespielt. Ich würde aber ganz gerne mal als kleine Rechenaufgabe mit euch durchgehen. Was ist mit Dame D2? Und die spezielle Frage an euch ist, verhindert Dame D2 E5? Also was würdet ihr mit Weiß auf E5 von Schwarz spielen? Ich stelle E5 nochmal aufs Brett. Danach wird es eine etwas längere Variante. Genau, macht's wie immer. Haltet euch an die konkrete Variantenberechnung mit Schlagzügen und Schachgeboten immer zuerst, so diese forcierten Varianten. Und wenn es da nicht weitergeht, dann schaut ihr, ob ihr Drohungen aufstellen könnt. Ja, und schön, dass Herbert auch noch dabei ist. Das freut mich sehr. Während ihr gerade noch berechnet, nochmal der Hinweis an euch oder auch die Bitte. In 8 Wochen haben wir unsere 100. Show. Da würden wir gerne tolle Partien von euch, mit euch gemeinsam durchgehen und feiern. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr über unsere Homepage lubbeschach.de, dort gibt es ein Kontaktformular und dort steht auch die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns kommentierte Partien von euch zur Verfügung stellt für diesen Zweck. Und am allerschönsten für uns wäre es natürlich, wenn ihr das Gefühl habt, in einer Partie oder mal gehabt habt, so an der einen oder anderen Stelle, da konntet ihr Wissen anwenden, was ihr aus der Lernstunde habt. Und wenn ihr das reinschreibt, da würden wir uns riesig drüber freuen. Und genau, so viel erstmal dazu, das werden wir jetzt jede Woche sagen. Ein bisschen haben wir auch schon bekommen von euch, dafür schon mal vorab. Vielen Dank. Also die Aufgabe an dieser Stelle. Perfekt. Torjäger macht den Anfang. Er schlägt vor. D schlägt E5. Dann wahrscheinlich D schlägt E5. Springer E5. Läufer E5. Läufer E5. Dame E5. Läufer D5. Schach. König H8, Dame schlägt H6, Dame schlägt A1, Dame schlägt F8, Matt. Okay, das erste, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir diese Variante erstmal komplett nachvollziehen. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber ich denke, die meisten von euch kriegen das hin. Und der Henker hat auch gleich den ersten Einwand und sagt, ja, und Nirual ergänzt nochmal, genau, auf das Schlagen auf E5, ne, im Prinzip schlagen, 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 alles schlägt, die Dame steht hier, Läufer D5. Jetzt sagt Henker, Turm F7 wäre schon eine Verbesserung und Nirual ergänzt nochmal, Springer F7 noch die bessere Verbesserung, denn dann hängt der Springer auf H6 nicht mehr. Und wenn wir dann abzählen, hat Schwarz eine Figur mehr. So funktioniert es leider nicht. Ja, Flitzbacher sagt, es wird einen Grund gehabt haben, dass man mit Jarov so nicht gespielt hat. Der Grund könnte auch einfach sein, dass E5 natürlich nicht erzwungen ist. Schwarz muss es nicht spielen, das war sein Plan. Vielleicht hätte er es noch weiter vorbereitet. Sein Zug war auch gut, Dame D2 wäre auch gut gewesen.
Aber das hier ist was ganz Konkretes. Dann machen wir mal gemeinsam noch mal ein Stück weiter. DE5, DE5, jetzt Springer E5 oder auch Läufer E5. Der Läufer nimmt, der Springer nimmt, die Dame nimmt. So, Läufer D5 Schach haben wir gesehen, führt nach Springer F7 zu nichts. Also könnten wir uns auch probieren mit Dame schlägt H6 zuerst. Dann wäre ein kleiner Zwischenstand. Weiß hat einen Bauern mehr. Aber natürlich, ihr seht es, die Dame von E5 greift A1 an. Also berechnen wir dann, Dame schlägt A1. Zwischenstand. Weiß einen Bauern mehr, Schwarz einen ganzen Turm. Aber noch ist es dann nicht vorbei. Jetzt würde ich Torjäger nochmal vorschicken. Deine Idee, die du gerade hast, ne, mit Läufer D5, dass der schwarze König etwas nackt ist. An der Stelle müssen wir dann einfach nochmal gucken, dass wir die Zugreihenfolge verändern. Direktes Läufer D5 Schach vor dem Schlagen auf H6 geht nicht wegen Springer F7. Aber wir können es an dieser Stelle nochmal probieren, wenn die weiße Dame auf H6 genommen hat und die schwarze auf A1. Genau, Niro, Läufer D5 Schach. Wie geht's weiter? Schwarz hat nur wenige legale Züge. Läufer E6 wird sicherlich kein kritischer Zug sein, den schlagen wir einfach raus. König H8, da verweise ich auf Torjäger, denn dann ist der F8 ungedeckt und es ist ein Matt. Also wird dann Turm F7 kommen. Ja, ich glaube, wir sind noch mal gerade in ein paar unterschiedlichen Varianten unterwegs. Wenn ich Torjägers Vorschlag gerade lese, nämlich das Nehmen auf E5, dann mit dem Springer nehmen und auf Läufer E5 dann erstmal auf H6 nehmen. Danach kommt Läufer B2, hast du völlig zu Recht gesagt. Und danach glaube ich nicht, dass das ausreicht. Läufer D5, Turm F7 und Weiß hat schon eine Figur weniger. Der Turm auf A1 geht verloren und C6 kommt auch im nächsten. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nirual hat es raus. Es ist ein stiller Zug, es ist nicht einfach zu sehen. Auf den ersten Blick sieht das nämlich so aus, als würde es funktionieren für Schwarz. Und jetzt gehen wir das Ganze auch mal durch, auch noch mit den Nebenvarianten, die ihr so gesagt hattet. Springer schlägt E5 oder Läufer E5 ist eigentlich egal, womit man anfängt. Kritisch kann ja nur das Schlagen sein. Denn gegen den Läufer B2 lässt sich kein Druck aufbauen, Springer D3, das ist ausreichend gedeckt. Also Läufer E5 und jetzt Läufer E5. Ganz kurz an der Stelle, das genügt nicht wegen Läufer B2. Jetzt hat man einfach zu wenig. Auf Läufer D5 könnte auch König H8 kommen. Man hat eine ganze Figur weniger. Dame D5 könnte man noch drüber nachdenken. Das genügt aber auch nicht ganz wegen Springer F7. Da bleibt es bei der Minusfigur. Also muss es, wenn, Läufer E5 sein. Und hier die Netto-Pointe, dass der schwarze König recht nackig ist und die ganzen Figuren noch nicht mitspielen. Also Läufer D5, Turm F7 und hier muss man nochmal was finden. Ansonsten reicht es hier nicht. Na, insbesondere das sofortige Nehmen, das reicht nicht wegen Dame G7 und Schwarz kommt rechtzeitig zur Verteidigung zurück. So, in der Variante war ich doch, sagt Torjäger. Ja, ich glaube, da waren wir alle. Aber der Einzige, was ich gesehen habe, der den richtigen Zug hier gefunden hat, war Niro, sehr stark. Denn hier geht es weiter, aber man muss den starken Zug Dame E3 finden. Und er sagt es auch schon, die Drohung ist zweierlei. Einmal Dame E8 und Springer C3. Und es gibt tatsächlich
keine adäquate Verteidigung für Schwarz, ohne groß Material zu verlieren. Das einzige wäre Dame G7, wenn Schwarz nicht sofort verlieren möchte. Dame E8 Schach, Dame F8 und jetzt auch sowas sollte man immer im Repertoire haben, dass Läufer F7 den ganzen Turm gewinnt. Das sollte man sehen, weil nur König G7 geht. Und das ist wieder so der Punkt, wo die Standardtaktik, ne, wenn man diese ganzen einfachen Sachen viel gemacht hat, dann fällt einem sowas deutlich leichter. Ja, jetzt zum Beispiel Dame F8 und Weiß hat einen soliden Mehrbauern, was man vielleicht nicht unter einfach gewonnen verbuchen könnte, aber wohl sehr gut bis gewonnen. So, kommen wir zurück zur Partie. Nachdem wir jetzt auch taktisch alle fit sind, ist kam Springer C3 in der Partie. Ein ganz normaler Entwicklungszug, auch sicherlich nicht verkehrt. Bauernwalze schiebt noch ein, Dame schlägt C8, wäre besser als Damentausch. Ja, wenn es möglich wäre, aber es steht natürlich die schwarze Dame auf F8 und überdeckt das. Genau, aber, und so viel sei dann noch angemerkt, wenn Schwarz eben nicht Dame G7 macht, sondern Dame F6, dann kommst du zum Zug mit deinem Dame schlägt C8. Dann kommt nämlich das Schach auf E8, König G7, Dame schlägt C8. Machen wir weiter mit der Partie. An dieser Stelle kam E5, also Schwarz spielt hier sehr konsequent aufs Zentrum, was aber nicht heißen muss, dass das gut ist. Weiß hat hier immer noch leichten Vorteil und wird den gleich auch noch weiter ausbauen. Er schlägt einmal raus und jetzt ein ganz typisches Motiv. Schwarz schiebt hier alle seine Bauern vor, ist noch nicht optimal entwickelt und Weiß nutzt das aus, um die Stellung zu öffnen und beginnt mit E4. Schwarz hat hier nicht so das größte Interesse daran zu nehmen. Ich glaube, das ist recht offensichtlich, dass das von der Struktur her mit dem isolierten Bauern auf E4, dass die Kompensation oder das Spiel auf der F-Linie nicht ausreicht, um diesen Mangel in der Struktur irgendwie zu kompensieren. Und wenn man sich nehmen lässt auf F5 irgendwann, dann wird Weiß auch sehr starkes Spiel gegen das schwarze Zentrum bekommen. Ultimativ wäre es noch spielbar gewesen für Schwarz. Weiß hat schon Vorteil, aber Schwarz hat sich, wie ich finde, für den logischsten Zug entschieden, F4. Er möchte die weiße Bauernstruktur am Königsflügel zerstören und gleichzeitig verhindern, dass das Zentrum sich allzu schnell öffnet. Es kam Springer D5, greift auf C7 an, deswegen Springer A6. Und jetzt übergebe ich einmal an euch, wie ist die Stellung einzuschätzen, was könnte Weiß jetzt spielen. Und ich gebe dir völlig recht, Flinsbacher, Springer G4 hat für die schwarze Entwicklung sehr wenig getan. Und man muss wohl auch sagen, dass Springer G4, also dieses sehr strikte Durchsetzen von E5 ohne Entwicklung, nicht das Beste gewesen ist. Aber dafür bekommt er jetzt auch noch die Quittung, wenn ihr richtig weiterspielt mit Weiß. Schachgebote zuerst. Schachgebote geht nur Springer E7 oder Springer F6. Das ist beides Quatsch. Also prüfen wir Schlagzüge. Sind auch nicht so viele Züge da. Also prüft doch mal bitte, was ist mit G schlägt F4. Springer D5 hat verhindert, dass der Turm wieder nimmt auf F4. Also schaut mal, wie es da weitergeht. Wenn Schwarz wieder nimmt oder wenn er auch andere Züge macht, sowas wie C6 einschiebt. Habt ihr Ideen?
Achso, Bornwalz hat noch gefragt, wie viele Partien nehmen wir für die Jubiläumsshow? Ich denke, das hängt auch davon ab, wie lang die Partien sind, wie viele kritische und spannende Stellen es gab. Wir würden uns über jede Zusendung sehr freuen. Und vielleicht gehen wir dann die kritischen Punkte durch, dass wir dann auch möglichst viele schaffen. Und sonst würde ich sagen, also die Leute von euch, die immer dabei sind, da legen wir natürlich besonders Wert drauf, dass ihr dann in der Analyse auch nochmal, ja, praktisch der Community in diesem Rahmen eine tolle Partie von euch zeigen könnt. Oder wir die präsentieren und sozusagen dann stolz sind auf unsere Schüler hier von der Lernstunde. Also schickt ruhig alles her. Wenn es geht, bitte im PGN-Format, also im Schachdatenbank-Format. Das ist dann etwas einfacher für uns zu handhaben. Ihr dürft auch Verlustpartien einschicken. Ja, also klar dürft ihr das. So, SK Germering macht den Anfang. GF4, EF4. Läufer schlägt G7, ganz konkret König G7, Dame D4, Schach. Und hier bricht er dann ab. Ich denke, wir können noch einen Zug weitergehen oder zwei. König G8 wäre natürlich ein Zug, der ja möglich ist. Er hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Und dann hätten wir natürlich die Möglichkeit, Springer F6 Schach zu spielen, eine Gabel auf König und Dame, das bedeutet, Schwarz müsste schon rausnehmen auf F6, Dame schlägt F6, Zwischenstand, Qualle mehr, Bauer hängt, das sieht sehr, sehr gut aus. Schwarz könnte sich auf E4 noch bedienen, aber ich glaube, ihr habt schon alle im Gefühl, das geht nach hinten los mit Turm E1, Turm E8 und auf und Nirol hat noch eine andere interessante Idee, auf König G8 Dame F6 zu spielen mit der Idee Springer E7. Und wenn der Turm nimmt, dann würde der Springer nehmen und auch eine Gabel auf die Dame ausführen. Und man hätte eine Qualle gewonnen, auch nicht schlecht. Ich glaube allerdings, dass Schwarz da bestimmt noch was machen kann. Vielleicht sowas wie Turm F7 an der Stelle, um zu verhindern, dass Springer E7 im nächsten kommt, aber auch eine schöne Idee. Okay, also G schlägt F4, E schlägt F4, können wir, glaube ich, rausnehmen. Das funktioniert für Schwarz nicht. Und die kritische Variante liefert uns Torjäger. Und was sehr schön ist, Torjäger schreibt am Ende auch die Stellungsbewertung rein. Und das ist sehr schön. Okay, genau so ist es. G schlägt F4. Gucken wir uns einmal kurz EF4 an. Das funktioniert wirklich gar nicht. Dame D4 ist hier nämlich der sehr, sehr starke Zug. König G8. Springer F6 gewinnt. Dame F6 könnte man noch prüfen. Ist aber eher hinten anzustellen, in dem Sinne, dass Springer F6 natürlich der konkretere Zug ist. Dame F6 droht zwar Springer E7, allerdings selbst nach Turm F6, das ist ja das Maximum, was wir rausholen können, dass wir hier eine Qualle gewinnen. Da bin ich mit Damen auf dem Brett noch überzeugt davon, weil der König ist schwach. Und die Partei mit dem schwachen König hat es natürlich nicht so gerne, wenn noch Damen auf dem Spiel sind. Außerdem ist die Dame auf F6 sehr stark, greift gleich den F4 an. Aber da können wir, glaube ich, uns mit abfinden, dass das auf jeden Fall gewinnt. König F7 kann es auch nicht sein. Spätestens hier hätten wir Dame F6 gefolgt von Springer E7. Also der kritische Zug ist natürlich, dass Schwarz hier C6 spielt, mit der Idee, den Springer zu vertreiben und danach mit dem Turm wieder nimmt. Und hier muss man mutig sein und eine gute Stellungsbewertung abgeben. Denn F schlägt E5 ist tatsächlich der beste Zug in dieser Stellung. Und
wenn man immer so einen Blick auf das Thema des Tages hat, dann hätte man das auch schon erraten können, denn wir kümmern uns ja heute um gefährliche Bauern und diese Bauern sind höchstwahrscheinlich sehr gefährlich. Drei Bauern, kleiner Zwischenstand, Weiß hat eine ganze Figur geopfert, dafür drei zentrale Bauern, wenn man den C-Bauern dazu zählen möchte, bereits auf der fünften Reihe, aber noch nicht weiter. Ja, das heißt also, das Beispiel, was wir am Anfang durchgesprochen haben aus meiner Partie, das war natürlich ein bisschen einfacher, weil die Bauern schon auf A6, B5 standen und dann direkt nach B6 kamen. Hier ein bisschen früheres Stadium. Aber wir müssen trotzdem schauen, nicht nur auf die Figuren, sondern auch, was kommt in den nächsten Zügen, wie aktiv können die Figuren denn noch werden, wenn sie hier beschränkt werden, durch die Bauern. Und da müssen wir erstmal festhalten, diese zwei drohen natürlich mit E6 irgendwann den Läufer aus dem Spiel zu nehmen. Und die schwarzen Springer stehen furchtbar schlecht. Auf A6 und H6 sind sie natürlich maximal weit auseinander und nehmen keinen Einfluss aufs Zentrum. Deswegen könnte das schon mal ein gutes Opfer gewesen sein. Wir schauen uns den Partieverlauf mal weiter an. B5 gespielt worden von Schwarz. Vielleicht ein ganz interessanter Versuch. Die Idee dahinter ist es natürlich zu verhindern, dass Weiß wirklich mit allen dreien Bauern vormarschiert und die Hoffnung irgendwo, dass Weiß sich vielleicht dazu verleiten lässt, hier rauszunehmen. Aber so viel nur ganz kurz. Das ist natürlich Quatsch, sowas machen wir nicht. Wenn wir was geopfert haben für Bauern, dann wollen wir die flexibel halten. Und die sind, wenn sie auseinandergehen, deutlich leichter aufzuhalten, als wenn sie zusammenbleiben. Deswegen nicht beeindrucken lassen von B5. Genau, und Torjäger sagt es, B5 schwächt nur, er schwächt nur für Schwarz, wenn man ihn einfach stehen lässt. Genauso ist es irgendwann. Also so wirklich was wird man da nicht rausholen können, weil er ja auch immer nehmen kann. Aber es ist keine wirkliche Verbesserung für Schwarz. Es ist eine kleine Verbesserung in dem Sinne, dass man jetzt potenziell etwas leichter auf C5 blockieren kann, weil die Figur mit B4 nicht mehr angehebelt werden kann. Wir werden aber sehen, dass auch das nicht wirklich viel bringt. Ja, Schwarz ist am Zug. Es ist nicht so leicht, ihm irgendwelche guten Züge anzuraten. Und deswegen schauen wir einfach mal ein bisschen den Partieverlauf an, wie es weiter kam. Und steigen dann immer mal ein, ob es vielleicht was bisschen Besseres gegeben hätte. In der Partie kam Turm F4. Die Idee von Turm F4 ist es, hier den Bauern anzugreifen. Ist ein recht simpler Plan. Es bringt nur nicht allzu viel. Warum, sehen wir gleich. Was wäre besser gewesen? Ist nicht so leicht, Vorschläge zu machen, aber Turm B8 wäre zumindest ein natürlicher Zug gewesen, der recht logisch aussieht, greift den B2 an. Läufer A3 wohl die typische Reaktion, die man so als erstes durchrechnen sollte. Jetzt hängt der Turm auf F8. Wenn jetzt wieder Turm F4 kommt, dann haben wir mit Dame C1 wieder eine Möglichkeit, den Turm direkt anzugreifen. Schwarz kann ihn nicht wirklich decken, also kann er dort nicht bleiben. Und hier ganz interessant, wohl der stärkste Zug E6. Und die Stellung kann man sich dann auch nochmal einen kleinen Moment anschauen. Man opfert hier nämlich jetzt auch nochmal die Qualität und ist dann insgesamt einen kompletten Turm weniger. Hat dafür allerdings drei Bauern und eine sehr, sehr schlechte Harmonie im schwarzen Lager. Der C8 kommt nicht mehr raus. Also wenn man so möchte, hat man nur eine Qualle weniger. Und die Bauern werden kommen. Es ist jetzt nicht in einem Zug verloren, auch nicht in zwei Zügen. Um zu sehen, wie es verloren wäre oder damit, also wer daran zweifelt, der sollte einfach mal versuchen, die Stellung mit Schwarz irgendwie noch zusammenzuhalten. Es ist nicht möglich, wenn Weiß sich einigermaßen ordentlich anstellt. Also gehen wir mal zurück zur Partie, Turm B8, Läufer A3.
auch alles keine allzu tolle Verbesserung für Schwarz. Und die Frage von Torjäger, droht Turm F4 denn überhaupt Turm C4, wenn dann D6 kommt? Naja, ich würde sagen, ja, doch, es ist schon eine kleine Drohung. Also nichts zu machen ist jetzt natürlich auch nicht so leicht. Machen wir mal irgendwie sowas. D6, also D6 droht ja jetzt erstmal nur in Anführungszeichen damit D5. Wenn jetzt König H8 kommt, vielleicht auch Läufer E6, dann bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass das hier so gut ist für Weiß, den Bauern einfach so zu geben und den vorzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass noch nicht vorbei ist. Springer G5 droht zumindest das Nehmen und Läufer D5. Ja, aber auch nach sowas wie König H8. Also zumindest ist es noch nicht gänzlich vorbei. Jetzt sehen wir natürlich, dass König H1 kein Nullzug war, sondern die Stellung sogar ein bisschen verschlechtert hat. Aber wie dem auch sei, es gibt noch einen etwas leichteren Weg, damit umzugehen. Und der leichteste Weg ist hier an der Stelle Dame C1. Aber ich möchte auch ganz gerne auf den Vorschlag von Niroal eingehen, vielleicht D6 zuerst zu spielen. Einfach mit einem gewissen Warnhinweis. Man sollte ganz besonders vorsichtig sein in so einer Konstellation, inwieweit sich die Bauern blockieren lassen. Wenn Schwarz eine solide Blockade hingestellt bekommt, dann wird es nicht so einfach sein für Weiß, da noch was rauszuholen. Also man muss hier ganz vorsichtig sein und tendenziell ist es so, dass D7, E6 sind ganz gut kontrolliert. Ich gebe es zu, es gibt einige Drohungen mit Dame D5 und auch Läufer E6, Springer G5. Aber so ganz klar ist mir das nicht, muss ich einfach mal sagen. Läufer C4 vielleicht. Klar, der A8 hängt, aber Schwarz hat ja schon Material mehr. Vielleicht kann er sich das so erlauben. Es geht aber ein bisschen einfacher, und zwar mit Dame C1. Ja genau, Niroal, nach D6, Turm C4, da wären wir ja wieder in der Variante wie eben ein bisschen. Springer G5 sieht stark aus, ja, gebe ich dir recht. Aber damit C1 macht das Ganze etwas einfacher, denn der Turm ist angegriffen, der Bauer ist verteidigt und wir haben nach Dame F8, irgendwas muss er ja machen. Also ich glaube, wir können dabei bleiben, dass es nicht notwendig ist, einen Nullzug zu machen, weil Weiß ist am Zug und er kann seine Stellung verbessern. Ich gebe euch aber recht, dass es auch mit einem Nullzug Turm C4, D6 noch super spannend und interessant ist. Aber hier hat man doch die einfache Möglichkeit, mit E6 voranzugehen. Und ich glaube, diese Stellung sollten wir uns noch einen kleinen Moment anschauen. Was ist denn jetzt hier passiert? Im Gegensatz dazu, was ihr vorhattet, mit D6 zu spielen, was ich auch verstehen kann, weil D6 bringt viele taktische Möglichkeiten über D5 rein, aber das E6 ist positionell natürlich sehr simpel, denn wir bringen den Läufer raus und wir bringen die Bauern erstmal so weit nach vorne auf den weißen Feldern wie möglich und eine Blockade durch den Läufer C8 ist nicht möglich. Wenn wir mit D6 spielen, dann müssen wir immer berechnen, wie es mit einer Blockade aussieht. Der Läufer von G7 kann auf den schwarzen Feldern eh nicht blockieren. Na? Und der Läufer könnte jetzt natürlich eine starke Blockadefigur sein. Wenn wir allerdings mit E6 spielen, ist der Läufer raus. Ist ja auch ganz typisches Vorgehen, wenn ihr ein Endspiel habt mit laufenden Bauern gegen den Läufer, dann bringt ihr die Bauern so voran, dass der Läufer sie nicht blockieren kann. Okay, also das so eigentlich das Beste, was Weiß machen kann. Wir können trotzdem gerne noch einmal zusammen, weil das jetzt der Wunsch war, damit D2 einmal durchgehen und prüfen, ob Schwarz sich erlauben kann, auf
C4 zu nehmen. Dann war die Idee von euch, D6 zu spielen. Okay, schauen wir doch mal. Also bringt gerne Vorschläge. Ich muss sagen, Läufer E6 gefällt mir auch nicht wirklich wegen Springer G5. Und die Probleme auf D5 nehmen überhand. Läufer B7 fände ich interessant für Schwarz, sich dort entgegenzustellen. Und D5 auf diese Art und Weise zu kontrollieren. Springer G5 reicht jetzt, glaube ich, nicht aus wegen dem Abtausch und Dame C6. Und es sieht so aus, als könnte Schwarz sich noch behaupten. Und auch Turm B8, muss ich sagen, finde ich nicht gänzlich uninteressant mit der Idee, dass man hier natürlich noch mit Läufer E6 antworten kann. Also ganz überzeugt bin ich von Dame D2 nicht. Und du hattest ja auch noch die Idee, mit Springer D2 zu spielen, aber das wird jetzt natürlich auch verstellt durch die Dame auf D2, aber ich gebe dir zumindest recht, hier wäre Springer D2 auch eine Drohung. Aber auch hier sieht Läufer B7 so aus, als könnte Schwarz sich vielleicht gerade noch so halten. Aber wie gesagt, es ist eine interessante Stellung zum Rumrechnen und zu gucken, was können solche freilaufenden Bauern alles erreichen. Aber Dame C1 ist in der Tat der etwas stärkere Zug. Und jetzt schauen wir den Partieverlauf auch noch mal weiter an. E6 gekommen. Also der Läufer maximal blockiert und keine Blockade auf den schwarzen Feldern erstmal ersichtlich. Läufer B2, Dame B2 und hier müssen wir natürlich noch mal Turm F3 berechnen. Ist nur eine Mini-Taktik, solltet ihr schnell sehen. Was macht man mit Weiß? Auf Turm schlägt F3. Perfekt, Niroal, genau so ist es. Wir schlagen nicht zuerst wieder, sondern spielen zuerst E7. Dann muss die Dame ziehen und wir kommen durch. Wenn wir zuerst auf F3 nehmen würden, dann hätten wir hier wieder das Problem, dass der Läufer noch rauskommt und irgendwie kann Schwarz das vielleicht noch zusammenhalten. Aber genau so ist es. Auf Turm F3 kommt direkt das E7. Ja, was soll Schwarz machen? Er hat sich in der Partie für Springer F5 entschieden, was auch dem Grunde nach sehr vernünftig ist und den Springer vom Rand jetzt endlich mal ins Spiel bringt. Es hat sich im bisherigen Partieverlauf ja eher als doppelt und dreifach negativ herausgestellt. Er hat den Springer mehrfach gezogen, um ihn nach H6 zu bekommen, mit der Idee E5 zu spielen. Das Ganze ist nach hinten losgegangen. Jetzt soll wenigstens der Springer wieder mitmachen. Ja, welche Figur spielt noch nicht mit bei Weiß? Klar, der Turm. Also bringen wir ihn ins Spiel. Turm D1. Und Schwarz spielt Springer C5. Wir können hier an der Stelle nochmal gucken, was wäre denn mit Turm schlägt C4. Was würdet ihr auf Turm schlägt C4 machen? Genau, so ist es. Turm C4, D6 und bei Schwarz kollabiert alles. D7 die Drohung, E7 die Drohung kombiniert mit D7, Springer E5 kommt mit dazu. Das Ganze nur für eine Figur. Das ist ja zu viel für die schwarze Stellung. Wäre Dame E5 eine Option gewesen hier für Weiß, hätte sicherlich nichts verdorben. Gehe ich mal davon aus, Dame E5, ja.
Ich weiß nicht, wie viel er unbedingt gebracht hätte. Also Schwarz könnte natürlich versuchen, sowas wie Dame D6 zu spielen. Abtauschen will man, glaube ich, im Moment noch nicht wirklich. Dann sieht es fast so aus, als könnte Schwarz noch eine Blockade erreichen, dann irgendwann mal den Bauern abgreifen, danach hängt der nächste. Und wenn man hier jetzt nicht vorankommt, und so sieht es nicht wirklich aus nach Läufer D7, dann kann man so eine Stellung auch sehr schnell noch verlieren. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, was man vom Brett nimmt. Kann natürlich sein, dass es hier ganz starke Züge gibt noch für Weiß, die ich gerade nicht sehe, aber ich glaube, dem Damentausch sollte man ausweichen, denn der schwache König bei Schwarz ist natürlich auch eine Begründung, warum die Stellung so gut ist für Weiß. Und die Damen vom Brett zu nehmen, wäre nicht so praktisch. Okay, also Turm C4 geht nicht wegen D6. Dame B5 ist noch kein Doppelangriff. Der Springer A6 ist gedeckt von Läufer C8. Genau, schauen wir uns den Partieverlauf an. Springer C5, man versucht die Blockade einzunehmen und die Bauern so gut es geht irgendwie am Vorankommen zu hindern. Schwarz hat aber auch noch andere Probleme, nämlich im Moment muss man sagen, hat er keine Figur mehr, denn der Turm spielt nicht mit, also hat er sogar effektiv eine Qualle weniger, was aktive Figuren angeht. Ja, hier gibt es viele, viele Wege, wie man die Stellung verwerten kann. Wohl mit das einfachste, aber vielleicht nicht gerade offensichtlichste, wäre es tatsächlich gewesen, hier direkt jetzt zu marschieren. Denn auf Springer schlägt E7, kommt jetzt D6. Der Springer muss wieder ziehen und ihr seht es, glaube ich, schon, wenn er auf sein Ursprungsfeld zurückgeht, dann kommt die Dame noch ins Spiel. Hier hängt was, Turm C4, kommt Dame D5. Und auch als weitere Möglichkeit Springer G5, auch noch ein Zug, der hier unfassbar stark ist. Der A8 hängt. Dame E5 ist weiterhin eine Drohung. Muss man nicht unbedingt machen, wenn man sich nicht absolut sicher ist, was man mit Jarow gemacht hat, war auch stark und weniger risikobehaftet natürlich als E7. Ich habe einfach Springer E5 gespielt. Rein nach dem Motto, alle zur Party einladen, alle mitspielen lassen. Und ihr seht schon, jetzt ist der Läufer nochmal eine Ecke stärker, droht sofort D6, weswegen Läufer B7 kam. Und der Rest ist eigentlich nicht mehr so schwer. Es ist, gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Und Weiß hat sich dafür entschieden, es ja, einfach zu machen. Mit Springer D7 die Blockadefigur abzutauschen und jetzt die Bauern laufen zu lassen. Turm B8 gespielt von Schwarz und Mamedjarow hat es sich jetzt nicht so einfach gemacht, wie er es hätte haben können, muss man sagen. Was hätte er machen können? Also er hat D6 gespielt, das reicht auch alles noch aus. Sehr einfach gewesen wäre an dieser Stelle C5. Kritische Variante kann hier nur Springer H4 sein. Direktes Nehmen bringt natürlich nichts wegen Läufer D5. Schach. Also Springer H4. C6. Jetzt kommt die Pointe. Der Läufer nimmt natürlich mit Angriff auf die Dame. Aber wir können simpel wieder nehmen. Turm B2. Und jetzt D8 Dame. Gefolgt vom nächsten Bauern, der auch noch durchläuft. Das wäre wahrscheinlich das Leichteste gewesen, hier diese Bauernmasse zu verwerten. Er hat D6 gespielt und die Stellung bleibt immer noch sehr, sehr schwer für Schwarz. Beste Chance für Schwarz wäre es wahrscheinlich gewesen, auf D6 den etwas komischen Zugläufer E4 zu spielen. Und hier hätte ich ganz gerne von euch nochmal einen Gewinnweg für Weiß. Es gibt mehrere.
Aber man kann es sich auch sehr einfach machen. Konkrete Variantenberechnung, ihr kennt das Spielchen, ne? Je konkreter die Variante, desto weniger können wir uns auch verrechnen. Und Dame E5 statt D6 können wir uns gleich auch noch mal kurz angucken. Im Prinzip muss man es jetzt so sehen, der Bauer ist schon auf D7, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir den C-Bauern hinterher schicken, dass wir die Bauern voranschicken, ohne was einzustellen. Dann ist die Stellung immer gewonnen für Weiß. Und Läufer E4 macht es halt noch mal ein bisschen trickreich. Denn Läufer E4 verhindert Dame B8, Dame B8, Turm E8 mit Schach. So, und wir haben den ersten Vorschlag. Oh, wir haben einige Vorschläge. Aber im Prinzip seid ihr euch einig, Weiß kann seine Dame geben. Und mit den Bauern durchlaufen, und genau so ist es. Die einfachste Art und Weise ist es, auf B8 zu nehmen. Ich glaube, Läufer schlägt E4 genügt nicht ganz. Der Vorschlag hier war Läufer D5, König G7, Turm E8. Ich glaube, das könnte noch nach hinten losgehen. Nach Springer schlägt D6. Auf F8 können wir nicht nehmen und auf D8 Dame kommt wohl Springer schlägt E8. Ich glaube, das geht nicht ganz auf. Aber wir können natürlich in ähnlicher Art und Weise zuerst auf B8 nehmen, wie ihr auch vorgeschlagen habt, und jetzt auf E4 nehmen. Tatsächlich ist es sogar noch etwas einfacher, wenn wir die Türme gleich mit vom Brett nehmen. Dann gibt es ja auch kein Gegenspiel mehr. Ja, und hier kritische Variante, also das Einzige, was irgendwie noch risikobehaftet wäre für Weiß, wäre vielleicht Springer schlägt D6. Aber hier kommt einfach C5. Klar, auf E4 kann er nicht nehmen wegen D8. Und auf Springer F7 kommt Läufer D5, droht wieder das Nehmen. Und auf Dame D8 kommt C6, im nächsten wird geschlagen C7 und wir haben eine Gewinnstellung. Achten muss man natürlich darauf, dass man nicht gesetzt wird, aber König F1 und das Ganze passt. So, Nirol fragt, was ist mit seiner Variante? Er hat noch einen Doppelangriff gesehen. Also diese Variante, das wäre erstmal das Einfachste gewesen. An welcher Stelle möchtest du denn Dame E5 spielen? Ich vermute mal an dieser Stelle. Könnte mir gut vorstellen, dass das ebenso gewonnen ist für Weiß. Aber man muss natürlich noch gucken, inwieweit es hier weitergeht. König G2 ist, glaube ich, nicht so gut. Also wenn, dann Dame schlägt F4. Und auch das sieht gut aus. Noch sind die Bauern aber nicht durch. Man hat jetzt hier noch gute Kontrolle über die Grundreihe. Der D7 droht verloren zu gehen. Und es fehlt auch nicht ganz so viel, muss ich sagen, bis es mal unangenehm werden kann mit dem König G1. Also es gibt hier mehrere Wege nach Läufer E4. Ich denke, Dame schlägt B8 gehört so zu den einfachsten. Okay, so kam es aber gar nicht. Es kam Springer schlägt D6 direkt. Und jetzt gewinnt Weiß relativ simpel. Schlagzüge zuerst. Er nimmt einfach auf D6 raus. Und auf Dame schlägt D6. Naja, nimmt da auch noch auf B7 raus und ich glaube, jetzt ist klar, wenn Schwarz nicht auf D7 nehmen kann, was er nicht kann, wegen Läufer D5 Schach,
dann ist die Stellung verloren und so ist es auch. Es kam noch Turm F nach F8. Und hier bin ich mir nicht ganz so sicher, was es mit der Notation auf sich hat. Es kam jetzt tatsächlich Turm E8, das gar kein guter Zug ist. Aber die Partie war dann auch vorbei mit 1-0. Deswegen vermute ich persönlich, dass hier vielleicht eher Turm E7 kam. Denn das wäre der mit Abstand beste Zug gewesen, der, ja, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schön ist. Die Drohung ist offensichtlich, klar, man hat Dame G7 Schach und auf Dame schlägt E5 kommt hier sehr schön Läufer D5 und wie ihr seht, haben wir den schwarzen König jetzt komplett in die Mangel genommen. Er muss sich dazu hinreißen lassen, hier seinen Turm auch noch dazwischen zu stellen, dann verliert der Turm B8 seine Deckung und Schwarz kann aufgeben. Also Turm E7 wäre hier, ist vielleicht auch Partiezug gewesen, vielleicht war Turm E8 falsch notiert. Und Weiß hat diese Partie gewonnen mit seinen gefährlichen Bauern. Ja, ich glaube als Fazit der Partie, wir sollten auf jeden Fall uns merken, dass verbundene Bauern unfassbar stark sein können. Ich finde, Mamet Yarov hat gut darauf geachtet, dass die Bauern langsam behutsam nach vorne geschoben werden, ohne dass eine Blockade errichtet werden kann. Und da muss man aufpassen. Wir hatten das in einigen kleinen Varianten mal gesehen, wenn Schwarz zur Blockade kommt und es nicht mehr weitergeht, dann ist es meistens nur eine Frage der Zeit, bis die Bauern eingesammelt werden. So, noch Fragen. Henke hatte noch angemerkt, nach Dame E5 Turm schlägt F2, auch das eine Möglichkeit, die man durchrechnen muss, da gebe ich dir völlig recht, das Ganze ja in dem Sinne nicht nötig, als dass Dame B8 der Schlagzug schon den Gewinn bringt, deswegen glaube ich, müssen wir da nicht noch allzu weit nochmal reingehen. Gucken wir uns stattdessen noch eine weitere Partie an, ich muss sie hier eben nur noch einmal finden, wo habe ich sie? Hier ist sie. Wieder eine Partie von Mamet Yarov gegen Artemjev, ein sehr junger Spieler, der unfassbar stark ist. Und wir schauen uns einfach die Partie mal an. Haben wir so eine Art ja, Anti-Grünfeld oder auch Anti-Königshinder. Und Mamet Yarov spielt direkt mit C5, was sehr scharf ist. Aber da wollen wir jetzt, das ist alles so ein bisschen eröffnungstheoretische Sachen, da wollen wir nicht allzu tief einsteigen. Spannender wird es schon unmittelbar jetzt. Cd5, Cd4. Und Artemjev hat jetzt E4 gespielt. Von der Idee her ist es, glaube ich, recht simpel. Wenn man E4 spielt, das heißt, man möchte ein bisschen was drauf behalten und hofft darauf, den D4 vielleicht irgendwann einfach so zu gewinnen. Schwarz spielt H6, Läufer H4 und spielt jetzt, wie ich finde, sehr stark weiter. Okay, Niro muss gehen. Ja, danke für deine Beiträge heute. Du hast wirklich schöne Varianten gefunden. Und genau, Melanie ist nicht da, weil sie nicht sehen wollte, wie so ein Königsinder zerschossen wird. Nee, aber es ist ja mehr mit D5, der Aufbau ist ja mehr Richtung Grünfeld. Aber wie dem auch sei, Mamet Yarov hat natürlich genau gewusst, was er mit seinem Bauern auf D4 macht und hat jetzt zu Springer C5 gegriffen. Greift den E4 an, Weiß deckt und jetzt dürft ihr noch einmal konkrete Variantenberechnung, Schwarz am Zug. Versucht euch mal. Und es reicht, wenn ihr das so grob irgendwie einschätzt.
In dieser Stellung eine korrekte oder ausführliche Antwort zu geben, ist nahezu unmöglich. Dafür wird es jetzt schnell zu komplex. Hallo auch an Zugerzwinger, der ja länger nicht da war. Diese Partie gucken wir uns noch in Ruhe an, also es lohnt noch dabei zu bleiben. Und Melanie ist arbeitstechnisch unterwegs. Also ich glaube, ihr habt eine größere Chance, eigentlich nochmal auf den Zug zu kommen, wenn ihr das Thema des Tages nochmal zugrunde legt. Ansonsten schwierig. Nicht schlecht, Torjäger. Richtig gut. Wow. Genauso ist es auch. Springer schlägt E4. Hat mich persönlich etwas umgehauen, als ich mir den angeguckt habe und dachte, wow, das ist gerade auch so eine Entscheidung zu treffen in der Partie, ist natürlich nicht ohne. Und die Idee ist genau richtig. Auf Dame schlägt E4, kommt Läufer F5. Die Dame muss nach F4 ziehen, hat keine große Wahl. Und Dame schlägt D5, man wird E5 im nächsten ziehen. E4 vielleicht noch D3, wenn man es schafft. Aber, das muss man auch sagen, man hat nur zwei Bauern für eine Figur. Ist eine mutige Entscheidung. Es wäre aber auch hier die richtige Entscheidung gewesen. Es war die richtige Entscheidung. Denn nach E5, E4, was sehen wir vor allem? Die weißen Figuren sind sehr, sehr schlecht koordiniert. Also zum Beispiel Dame D2, E5 und im Prinzip gibt es für Weiß nur den Rückwärtsgang. Gerade er wird den Springer E ziehen müssen, also vielleicht schon mal prophylaktisch Springer E1 und ja, G5 vielleicht noch einschieben, E4 und das Ganze sieht stark aus für Schwarz. Ich möchte euch aber auch nicht zu sehr in Euphorie versetzen, das ist eine unklare Stellung. Man hat auch nur zwei Bauern, vergesst das nicht. Und also die Stellung ist laut Computer ausgeglichen, ungefähr im Ausgleich. Ich gebe euch aber insoweit recht, es ist deutlich angenehmer für Schwarz zu spielen. Gerade nach G5, man kann den Turm noch mit reinkriegen. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer für Weiß irgendwelche sichtbaren Fortschritte zu machen. Deswegen hat Weiß hier etwas anders gespielt und hat nicht auf E4 genommen, sondern Läufer B5 gespielt. Ihr werdet aber gleich sehen, dass es nicht allzu viel ändert. Wir kommen nämlich nach ein paar weiteren Zügen, kommen wir nämlich dahin, dass wir so ziemlich in die gleiche Stellung kommen. Turm E1 von Weiß. Und jetzt simples Dame D7 von Schwarz. Turm E4, Dame schlägt D5. Zwischenstand, Weiß hat einen ganzen Turm mehr, wird natürlich aber hier nochmal Material verlieren. Ja, hier muss man aber schon enorm vorsichtig sein. Wir haben es gerade schon mal gesehen, wenn diese Bauern erstmal laufen, dann kann man sehr, sehr schnell erdrückt werden von der Bauernmasse. Deswegen wäre es hier wahrscheinlich schon an der Zeit gewesen für Weiß, ich sag mal, sich abzuducken. Und es hätte hier eine konkrete Möglichkeit gegeben. Versucht sie mal zu sehen. Weiß am Zug, was könnte er spielen? Ja, und ich gebe Zora völlig recht. Also sowas zu spielen in der Turnierpartie mit dem Druck, dass man sich natürlich auch leicht verrechnen kann, und dann mit einer Minusfigur dasteht oder hier mit einem Minusturm, den man ja gerade hat. Das ist psychologisch nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite, mein Anraten wäre, rechnet Sachen in der Partie und wenn ihr überzeugt seid, auch wenn sie gefährlich aussehen, wenn ihr das abschätzt als gut für euch, dann spielt es. Und wenn es nicht klappt, dann ist das so. Aber dann habt ihr was gelernt.
Sehr gut. Genauso ist es. Turm D4 wäre hier eine starke Möglichkeit gewesen. Läufer D4. Gut, ist glaube ich klar, dass das nicht funktioniert. Aber nach Läufer E4, Dame D2, die Fesselung zwingt Schwarz E5 zu spielen. Und jetzt nach Dame H6 droht sogar Läufer F6, also E4. Und also es geht also im Prinzip noch ein bisschen weiter. Turm D1 droht wieder Läufer F6. Also wäre das sogar eine Variante gewesen, sage ich mal, wo Schwarz auch ein bisschen was hätte berechnen müssen. Aber auf jeden Fall, wo kommen wir hin aus weißer Sicht? Verschiedenfarbige Läufer ohne allzu riesigen Angriff. Also Weiß sollte die Partie nicht verlieren. Nach Turm D1 muss in der Tat Schwarz sich anstrengen, aber nicht für lange, denn er macht hier Läufer G7, greift die Dame an und ja, nach Dame G7, König G7, EF3. Haben wir hier eine Stellung, die vielleicht minimal besser ist für Weiß, aber gut haltbar für Schwarz, möchte ich sie mal einfach nennen. Oh, sehr gut, Armin, dass du nach Turm D1 Läufer G7 gesehen hast. Nach Turm D1 war noch die Frage nach Läufer schlägt F2 oder der Vorschlag. Na, oder besser gesagt die Variante, denn im Prinzip, du hast es selber gesagt, Dame D1 Läufer F6. Und Schwarz hat ein Problem. Ich würde jetzt trotzdem noch nicht so weit gehen, zu sagen, dass Turm schlägt D4 ein erzwungenes Opfer ist. In der Rückschau ist es natürlich völlig richtig, das so zu sagen. Ich kann aber gut verstehen, dass man mit Weiß hier denkt, also komm, ich habe eine Figur mehr gegen zwei Bauern, das kann so schlecht nicht sein. Ultimativ ist es auch nicht so schlecht. Es ist nur so, dass es einfacher für Schwarz ist. Es ist objektiv ungefähr ausgeglichen. Aber Weiß kann schnell fehlgreifen. Deswegen würde ich in dem Sinne auch sagen, rein vom Partieverlauf her, dass Turm schlägt D4 eine deutliche Verbesserung gewesen wäre. Stattdessen kam Turm nach E1, dann Turm nach C8 und auch hier Turm D4 nochmal ganz kurz ist. Hat sich nicht viel geändert mit Turm C8, Turm E1. Stattdessen kam Dame nach D3 und Weiß, Schwarz, nimmt jetzt den Turm auf E4 raus. Turm schlägt E4 gespielt worden und E5. So, der weiße Turm muss zurück. Ich glaube, das ist jedem klar. F5, E4 wird sowieso kommen. Also kann man auch gleich zurückgehen. Und es kam in der Partie Turm E1. Ich glaube, das ist nochmal ein relativ gewichtiger Fehler. Besser wäre es gewesen, für Weiß Turm E2 zu spielen, mit der Idee Turm C2 und die Türme zu tauschen. Das Ganze ist auch nicht so einfach. Aber wir müssen uns immer Folgendes überlegen. Wenn wir die Türme jetzt drauflassen, so wie Partieverlauf war, es kommt F5. Was macht der Turm hier? Also E4 wird er eh nicht verhindern und die Gefahr ist natürlich groß, dass der schwarze Turm hier auch nochmal eindringt und unterstützt, während der weiße nicht besonders viel macht. Deswegen wäre es für Weiß ratsam gewesen, zumindest zu versuchen, noch die Türme zu tauschen. Ja, richtige Anmerkung, der Läufer H4 ist nur ein Zuschauer. Ja, das ist völlig richtig, der macht nicht viel. Okay, einmal die Frage von Armin beantworte ich und dann machen wir weiter. Ja, wie verbringe ich zwei Wochen vor einem wichtigen Turnier, ob ich mich dauerhaft vorbereite oder lasse ich mal die Finger vom Schach, um mich nicht zu überspielen? Ist generell so, je nachdem wie viel Schach ich davor gemacht habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Materie drin ist. Wenn du aber sowieso schon viel gespielt hast, dann bist du ja sowieso noch drin. Also wäre mein Vorschlag, mach ein bisschen was, guck dir an,
Auch ich würde auch immer gucken, wie hast du gerade Spaß dran? Schach ist unser Hobby, das soll uns Spaß machen. Also wenn du gerne Schachaufgaben löst, Taktikaufgaben, dann mach das. Das wird dir nicht schaden. Wenn das aber überhaupt deine Lust auf Schach gerade total verdirbt, dann lass es bleiben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir mit Spaß am Schach in Turniere gehen. Ich habe jetzt selber ja auch bald ein Turnier. Ich werde da nicht besonders viel für machen im Vorhinein, weil ich jetzt noch eine wichtige Prüfung habe. Und ich merke auch, ich glaube, das Wichtigste ist, hab den Kopf frei bei Turnieren. Wenn ich wichtige andere Sachen habe, außerschachliche Sachen, dann wirkt sich das meistens negativ aus. Die letzten Geschwätzblitze mit euch waren schon so ein Beispiel. Also im Blitzen, ich stelle im Moment nur ein, weil ich habe halt nur Jura im Kopf. Genau, das wäre mein Vorschlag. Sorgt dafür, dass ihr im Prinzip andere To-Dos erledigt habt. Wenn du noch irgendwie in der Schule zum Beispiel, wenn du irgendeine Arbeit vor dir hast, du weißt, nach dem Turnier ist eine Klausur oder eine Klassenarbeit heißt das ja, glaube ich, in der Schule noch, dann lern dafür rechtzeitig. Also sorg dafür, dass du einen freien Kopf hast. Okay, schauen wir uns die Stellung nochmal an. Die Bauern rollen. Ihr sagt es auch, G5, F4 ist eine Drohung. Die Stellung ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und wir müssen jetzt, glaube ich, auch nicht angucken, was das Allerbeste gewesen wäre. Denn vom Ergebnis her in der praktischen Partie, ich denke, es läuft immer darauf hinaus, dass Schwarz hier fast alles gewinnen wird. Und Dame B1 macht es nur ein bisschen einfacher. Denn jetzt geht es direkt voran mit dem D-Bauern und der unterstützt natürlich auch nochmal den Turm beim Reinkommen. Springer D2 und Turm C2. Und ich glaube, wir kriegen alle schon ein ganz schlechtes Gefühl für Weiß. Dame D4. Da hängt einer, da hängt einer. Das ist alles nicht mehr schön. Springer E3. Na gut, auf H4 nehmen wollen wir nicht, dann kommt Springer C2 und ja, stattdessen nehmen wir auf B2, Dame A1 und jetzt weiter voran. Na, also das Ende machen wir recht schnell, weil die Stellung ist absolut gewonnen für Schwarz. Da kann nicht mehr viel anbrennen. Springer G4 kam und jetzt das Simpelste, H5. Springer F6 ist keine Verbesserung zum Partieverlauf, dann würde man einfach König F7 machen. Der hängt. Stattdessen kam jetzt Springer schlägt E5, aber die Hoffnung auf Gegenspiel wird schnell zunichte gemacht mit König H7. Gut, wir haben jetzt auch gar keinen Schach, selbst wenn es eins gäbe, Läufer G7, das Ganze ist hoffnungslos. Und nach Turm D1, wie gewinnt man am schnellsten? Das Mini-Taktik zum Abschluss für euch. Ja, ihr seid schnell und gut, sehr schön. Genauso ist es. Turm B1. Und der junge Russe musste sich geschlagen geben gegen Mamedjarow, den König der Bauern, möchte ich ihn einfach mal heute taufen, der uns wirklich schöne Beispiele dafür geliefert hat, wie man auch unter Figurenopfern Bauernmassen in Schwung bringt und den Gegner völlig überspielt. Wenn ihr noch Interesse habt, selber solche Partien zu sehen, ich habe gerade gelesen, Bornweis hat gesagt, boah, das sind Partien für mich, dann schau dir mal nochmal an, guck dir mal in der Datenbank an, mal mit Jarow gegen Peter Swiedler zum Beispiel. Da hat er auch mal eine sehr, sehr schöne Partie gewonnen mit Weiß, mit dem gleichen Prinzip. Also ich glaube, wir haben nach der heutigen Lektion alle ein kleines Gefühl dafür bekommen. Bauern, auch wenn die alleine nicht viel können, dieses Drohen der Umwandlung ist schon ziemlich mies und deswegen können Bauern sehr, sehr gefährlich sein und auch im Mittelspiel, nicht erst im Endspiel, große Bedeutung erlangen. Ja, stimmt, wegen deines Namens Bornwalze. Da gebe ich dir recht. Willkommen zum Fazit des heutigen Tages. Ja, wir haben ja angefangen mit Figurenopfern. Wir haben uns hier Partien angeguckt, wo die Bauernmassen dann die gegnerischen Figuren absolut gehemmt haben und irgendwann zum Sieg geführt haben. Wenn ihr selber mal die Möglichkeit so eines Opfers habt, dann könnt ihr als Indiz nutzen, das, was ich euch hier niedergeschrieben habe,
Also achtet darauf auf jeden Fall, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt überhaupt, dass die Bauern flexibel sind. Ja? Bauern, die vereinzelt sind, sind in der Regel nicht flexibel. Ja, also Bauern sind gerne zusammenhängend, sind nebeneinander, kontrollieren gemeinsam Felder, unterstützen sich beim Vormarsch. Achtet darauf, dass sie auch flexibel bleiben und nicht blockiert werden. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, wichtig natürlich auch, dass die gegnerischen Figuren nicht zu aktiv sind. Das erste Beispiel war ganz gut, glaube ich, mit der Struktur dann C4, D5, E6 gegen den weißfeldrigen Läufer von Schwarz. Also die Figuren zu hemmen oder die Möglichkeit dazu zu haben, ist wichtig. Und natürlich, ich glaube, das versteht sich von selbst, je weiter die Bauern vor sind, desto besser und desto gefährlicher sind sie auch. Ja, und dann nochmal die Motivation einmal, weil ich es im Chat lese. Ja, Bauernwalze, sende bitte deine Partie unbedingt ein. Das würde uns freuen. Dann, wie versprochen, nächste Woche geht's weiter. Es gibt noch einige andere Konstellationen von gefährlichen Bauern im Mittelspiel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke fürs Mitmachen und noch einen schönen Abend. Ciao.